Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu von. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hill 2 mit mir, Elia Wald, und euch Furzel, Burzel, Faultieren oder wie auch immer euch nennen wollt. In der letzten Folge sind wir erstmal mit der Steuerung wieder warm geworden. Also ich bin jetzt immer noch ziemlich frisch. Und wir haben in diesem Bauarbeitergefängnis ein bisschen rumgeirrt. Und jetzt geh rein und wir finden raus, was hinter dieser Tür ist. Hinter dieser Tür war das, wo ich vorher war. Nice. Das ist doch mal eine Überraschung. Aber was ist hier? Hier war ich noch nicht. Wow. I don't like this. Ich mag das kein bisschen. Oh Gott. Was läuft hinter mir her? Nein. Ah, Hilfe! Hilfe! Was ist da? Irgendwas rennt da rum. Was ist das? Hallo? Nein! Lass mich in Ruhe! Ah! Es war ganz da! What the fuck? Was ist das? Okay, ich mach jetzt das Licht an und renn rein. Who the fuck are you? Was du wolle von mir? Ich gebe dir das Blut als Zeichen meines Bußes für die drei Sünden. Steht oben auf dem Bild. Unter dem Bild gibt es drei quadratische Vertiefungen. Ja, das fette Schwein hört auf rumzulaufen. I'm fucking. Don't push me. Don't push me. Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein eingesteckt. So. Gefräßiges Schwein ist da. Es fehlen noch zwei. Okay. Okay. Dieser Raum klingt nach Spaß. Ich, verzichte erstmal drauf. Und, geh raus. Tschüss. Okay. Moment mal. Kam ich hier? Oder kam ich daher? Sie sehen gleich aus. Schauen wir mal, wo das hinführt. Hi. Hallo Jungs. Schabli-Hu? Ah, Schabli-Hu. Schabli-Hu, ja, aber Banana. So, das habe ich irgendwie geöffnet. Das ist immer noch kaputt. Okay. Was ist hier? Das ist neu. Kann die Kamera nicht verstellen. Ist hier nix, James? Mann, das. Ich möchte nicht schon wieder zu Schubligu. Habe ich wenigstens eine Karte? Nee, natürlich nicht. Habe ich bestimmt vergessen. Hängt bestimmt irgendwo da und ich habe es wieder nicht eingesammelt. So, fangen wir an. Wir arbeiten sie ab. Nein. Oh, Gott sei Dank. Nein, Gott sei Dank. Was? Ach, nein, Gott sei Dank. Jede Tür, die nicht aufgeht, ist eine gute Tür. Nein! Wer ist denn da? Ah, Pupsbäuchlein. Pupsbäuchlein, geh weg. Pupsbäuchlein, geh weg. Pupsbäuchlein, stirb.
So. Jetzt, wo Pupsbäuchlein aus dem Weg geräumt ist. Ganz viel Medizin, das ist schlecht. Damit wollen die Entwickler des Spiels sagen, dass sie uns bald töten werden. Was ist das? Ein Magazin! Toluca Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Legende wahr. An einem nebligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute wieder Teile, wurden bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. 1939 ereignete sich ein noch seltsamerer Vorfall. Es wurden viele Seiten rausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knochigen Hände recken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Toluca See, ja? Toluca Lake. Und ich bin im Moment... Moment mal. Jetzt bin ich wieder Hospital. Da möchte ich nicht nochmal hin. Ich bin, wo bin ich? Ich bin aus diesem Museum oder so. Bin ich ganz runter. Also bin ich jetzt unterm Toluca See, oder? Kann es sein, dass ich gerade unterm Toluca Lake bin? Sagt mir bitte. Also ja, dich kennen wir schon. Dich kennen wir schon. Okay, da kommen wir her. Gab's da irgendwas? Ist kaputt. Okay. Wie gesagt, jede Tür, die nicht aufgeht, ist eine schöne Tür. Was ist denn da? Patronen. Patronen. Oh oh. Diese Kameraeinstellung gefällt mir nicht. Oh, da ist noch was. Ganz viel Munition. Für den Gegner. Für den Boss. Boop. Boop. Ja, richtig. Ah ja, okay. Ich war in diesem Raum und da war ganz viel Munition. Okay. Männertoilette. Nein. Ist irgendwas auf der Toilette? Nein. Speicherpunkt. Speicherpinkeln! Ah! Los, speicherpinkeln wir. Okay. Ich würde sagen, wir machen noch so 10 Minuten, oder? 10 Minuten hört sich okay an. Damenklo. Haben wir irgendwas auf dem Damenklo? Die Damenklos. Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. 1, 2, 3. Das ist das geheime Klopfzeichen. Dab, dab, da, da, dab, da, 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 da. Nee, keiner antwortet. Wie auch immer an der Tür war. Auf dem Klo war. Hat sich versteckt. Schloss ist kaputt. Schloss ist kaputt. Schloss ist nicht kaputt. Ist das das Empfang? Feuerzeug. Cool. Okay, hier sehe ich auch nichts. Was kann ich denn mit einem Feuerzeug anfangen? Genau, hier konnte ich nicht rein. Da bin ich hergekommen, glaube ich. Ups. Okay, gehen wir mal da rein. Hä?
War ich hier nicht schon mal? Komm ich da? Komm ich? Ohne Karte ist echt kein... Nicht so lustig. Ah, okay. Ich bin dann so durchgelaufen. Ich hab die ganzen Türen getestet. Klo, Klo. Und was war da? Ah, da war das Munitionszimmer. Ja, okay. Ich habe nur das Feuerzeug gekriegt. Oh, wow. Wow. Wo komme ich da raus? Bodenklappe. Da ist eine Abdeckung auf dem Boden, aber ich kann sie nicht öffnen. Das ist nur eine Vertiefung, wo früher wohl ein Griff war. Habe ich etwas? Hm. Zerschmelzen wir das Wachs. Ist bestimmt eine gute Idee. Nein? Keine Ahnung. Was kann ich mit dem Wachs machen? Nix. Hm. Kann ich hier rein? Nein. Was ist hier? Kann ich hier? Nein. Wo zur Hölle bin ich? Kann ich hier nicht? Nein. Hier kann ich auch nicht. Hier kann ich auch nicht. Okay, also ist hier gar nichts. Nicht mal eine Karte habe ich gefunden. Puh. Okay, dann... Au, das macht mir Kopfschmerzen. Okay. Eine Karte wäre ich nicht schlecht. Wo habe ich eine Karte übersehen, Jungs und Mädels? Wo habe ich eine Karte übersehen? Okay, dann gehen wir zurück. Okay. War ich hier schon mal? Ah, okay. Das ist die andere Seite. Bringt mir aber auch nicht so viel. Wo geht's hier lang? Oh Gott, er muss laden. Hey, hi! Wo ist denn jemand? Shabalabu? Ah, die kann ich aufmachen, okay. Ich habe die Tafel der Unterdrücker. Wo ist es? Wo ist die Tafel? Ah, da. Metalltafel mit der Inschrift der Unterdrücker auf einer Seite. Fand sie in der Zelle. Das ist ein Mann mit der irgendwas unterdrückt. Eine Frau, nehme ich an. Okay. Ernsthaft? Verschlossen? Hm. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Wie komme ich... Hä? Okay, war wieder mal Silent Hill Logik. So, ich kann die Tür nicht öffnen. Kann die Tür nicht öffnen, da bin ich glaube ich rein. Ah, okay, dann bin ich hier rein. Kann die Tür nicht öffnen. Kann die Tür nicht öffnen. Kann auch diese Tür nicht öffnen und auch diese Tür nicht öffnen. Kann die Tür nicht öffnen. Aber das schaut doch vielversprechend aus. Was zur Hölle ist das? Was soll das sein? Frogger? Das ist jemand, der ein Banjo spielt da oben. Und dann drei Leute. Und das ganze rechts spielt jemand Banjo und der andere ein Saxophon. 436 Zuschauer bei einem Konzert, tatsächlich. Das hilft mir nicht weiter. Brennender Mann. Hier war mal ein Künstler am Werk.
Ist das wieder ein brennender Mann? Ist sowas wie The Naked Man? Weiß nicht, ob man Frauen damit aufgabeln kann. Was ist das? Fliegende Frau. Was zu... Und was bringt mir das alles? Brennender Mann schaut doch lustig aus. Kann ich das irgendwie... Ich weiß nicht. Wachs plus Feuerzeug und dann schmelzen wir das und dann verwenden wir das. Keine Ahnung. Sieht das nicht so aus, nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel, okay. Gehen wir mal wieder zurück. Das hier kriege ich wieder nicht auf, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mache ich hier? Ah, nee, danke, nee. Ich verzichte auf diesen lustigen Raum. Was war hier? Das war nur das, wo ich schon 10.000 Mal drin war. Okay, nice. Hört auf, Krach zu machen. Ja, okay. Hä? Da war ich doch schon. Bin so blöd. Bin so ein Dedel. So ein Dedel. Dedel, Dedel, Dedelmaus. Ich bin doch irgendwo hergekommen. Okay, irgendwas war hier. Hier kann ich nicht rein, oder? Nein. 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 Danke. Danke. Und mit dieser schlauen Erkenntnis, dass ich die Karte die ganze Zeit vergessen hatte, beende ich diese Episode. Tschüss. So dumm. So dumm manchmal. Unglaublich. Und dann renne ich noch eine halbe Stunde rum und denke mir, wieso habe ich keine Karte? Ich weiß doch nicht, wohin ich laufe. Und überhaupt. Was läuft hier denn her? Ha!